Heute starten wir mal mit einem kleinen Red Hole direkt. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich mal eine kleine Diskussion aufrufen möchte. Ich weiß, dass ich damit zwar direkt in so einen Bienenstock reinsteche, aber mich würde mal eure Meinung interessieren. Doch zuvor, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da und ein Kommi für den Algorithmus. Es würde mich mega freuen. Und zwar viele kommentieren halt auch gerne mal, ja, das Red Hole ist viel zu klein, was soll ich damit, so ein Müll, bla bla bla. Und ich denke mir dann halt so, Dicky. Früher konnte man froh sein, wenn man überhaupt irgendeine beschissene Kackritze gefunden hat, wo man auch nur irgendeine Kiste rein verstecken konnte. Sei es auf dem Offi, wo einfach der Server capped ist und du einfach nichts findest und versuchst wegzukommen und in der Zeit, während du wegkommst, bisschen was findest, was du gerne safen möchtest. Sei es Artefakte zu safen oder sei es einfach, weil du gerade gewiped bist, mit deinem letzten Loot abgehauen bist und jetzt irgendeine Kackritze suchst oder dich verstecken möchtest. Für sowas sind die Red Holes halt immer sehr, sehr geil, wenn die klein und versteckt sind. Und besonders dann, wenn sie nicht bekannt sind, weil sie so klein sind, sind sie in meinen Augen deutlich stärker. Den meisten Loot, den ich safen konnte, war immer der Loot, der in irgendeiner Kackkiste mitten auf der Map irgendwo verstreut war. Das ist am Ende vom Vibe immer übrig geblieben und war immer safe. Und in der Zwischenzeit konnte ich es permanent benutzen. Wie ist da eure Erfahrung dazu? Denn das nächste Red Hole ist extrem klein und hier kriegt man trotzdem wieder eine Kiste runter zum Verstecken. Das selbst befindet sich bei 60,1 und 13,6. Und hier kurz über dem Wasser wäre jetzt so eine ganz kleine Stelle, wo man eine Kiste verstecken könnte. Zählt das für euch als Red Hole oder zählt das für euch nicht als Red Hole? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich persönlich finde solche Verstecke immer ganz, ganz nice. Zum Bauen als Red Hole, also man müsste da klar differenzieren, als Bau-Red Hole wahrscheinlich nicht. Man könnte hier zwar jetzt tatsächlich trotzdem das Miffy unterbringen und auch ein Bett, aber es wäre dann halt extrem sichtbar. So, ich könnte jetzt hier sagen, machen wir mal die Höhe hier. Müssen ja irgendwo noch eine Turret-Wall dran kriegen. So, ich könnte jetzt hier sagen, hier machen wir jetzt zu und schon würde man es halt sehen. Das wäre in meinen Augen jetzt nicht mehr wirklich ein Red Hole. Es wäre jetzt eher eine Felsspalte, die zugebaut ist. Aber so als Kiste ist es doch trotzdem ein Red Hole. Oder was haltet ihr davon? Ich zeige es euch trotzdem nochmal und zwar bei 60,2 und 13,4. In dem nächsten Red Hole zeige ich euch jetzt mal, wie man normalerweise auch gebaut hat. Und da hieß es auch nicht von irgendeinem Kevin oder Thomas, der gerade 15 Uhr von der Schule kommt: Na, ich muss jetzt meine Indie Forge in das Red Hole reinkriegen, damit mich niemand raidet. Sondern da ging es einfach darum, dass man sein Loot saved und klein und kompakt baut und einfach nicht entdeckt wird, damit man sich in Ruhe aufbauen kann. Und zwar, das nächste Red Hole befindet sich bei 88,4 und 23,7. Es ist ein sehr cooles Red Hole in meinen Augen, weil es direkt beim Node Run ist. Man kann sich direkt nach dem Node Run hier unten aufbauen und niemand wird es checken, weil die meisten laufen halt nach dem Node Run direkt irgendwo hin. Die Insel ist so oft einfach unbewohnt und meistens clear, dass man hier wahrscheinlich viel Ruhe haben wird. Allerdings, wenn es viral geht, ja, wie jedes Red Hole, dann kennt sie natürlich jeder und dann wird auch jeder nach dem Node Run hier hingehen. Und zwar, so hat man früher gelebt. Das ist alles. Man geht hier rein, hat jetzt hier im Endeffekt dieses kleine Ding einfach wieder zugebaut. Also wahrscheinlich kann man es auch noch ein bisschen besser bauen, sodass man eine Luke reinbaut und jetzt nicht wie ich hier eine Platte platziert. Aber ja, das ist alles. Ich mache mal kurz Creative aus. Und dann hat man so eine Zeit lang gehaust, bis man halt seinen Loot zusammen hatte, um sich eine richtige Hütte irgendwie zu organisieren. Hat man jetzt hier Kisten ineinander reingepackt, so hat drei verschiedene Kisten hier gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist eine Smithy. Fabricator kriegt man hier nicht unter. Ein Bett würde hier gerade so noch reinpassen. Und das war's. Aber das hat halt ausgereicht. Wenn es jemand gefunden hat, war alles geil. So hat man halt früher gelebt. Ein kleines Red Hole befindet sich bei 11,5 und 10,1 und zwar auf der Pinguininsel. Zwar genau hinter mir. Das ist ein sehr kleines Red Hole, aber es ist vielleicht ganz nett, um einen Teleporter zu verstecken, um Pinguine zu farmen. Und zwar direkt hier hinten in der Nische befindet es sich. Hier ist auf jeden Fall Platz für ein paar Foundations. Hier passt auch ein bisschen was rein. Fabricator etc. geht man hier auf jeden Fall unter. Und hier nochmal die Koordinaten von dem Red Hole selbst, 11,3 und 9,8. Das nächste Red Hole befindet sich nicht weit davon, und zwar bei 18,3 und 19,4. Und zwar genau hier unten, über dem Wasser, findet sich so eine ganz kleine Nische. Dieses Red Hole ist echt nicht groß, also hier kriegt man gerade so eine Smithy und eine Forge unter mit einem Bett. Aber es ist als Spawnbase ausreichend, Teleporter könnte man hier auch unterbringen. Und eine kleine Kiste hat man ebenfalls noch. Also auch hier
Nochmal die Koordinaten von Red Hole selbst, 18,9 und 19,8. Das nächste Red Hole befindet sich bei 14,8 und 23,3. Es befindet sich unter Wasser, also hier gegenüber vom blauen Obelisken. Dieses Red Hole ist jetzt nicht besonders groß, aber man kann hier trotzdem eine ganz gute Turret-Wall platzieren, indem man einfach hier vorne ganz viele Pillars hochstackt und die Turrets einfach schön platziert. Und dann sollte man auch eine ganze Weile safe sein. Auch hier nochmal die Koordinaten vom Red Hole selbst bei 15,9 und 23,3. Das nächste Red Hole ist ziemlich stark und befindet sich mitten im Meer bei 46,1 und 11,8. Das war nämlich, nehmen wir diesen Pillar hier als Orientierung und gehen mal nach ganz, ganz unten. Also hier nochmal kurz die Meerumgebung. Und das Krasse ist, dass sich dieses Red Hole hinter diesen ganzen Korallen befindet. Ich schwimme jetzt einfach mal hier durch und ich mache die Korallen zum Schluss weg, damit ihr ungefähr nachvollziehen könnt, wie klein das Red Hole bzw. wie groß das Red Hole auch wirklich ist. So, und dann haben wir jetzt hier den Eingang und hier dahinter ist jetzt das Red Hole. Geht relativ hoch, also ihr könnt hier auf jeden Fall einiges bauen und hier könnt ihr auch eine richtig schön dicke Turret Wall platzieren. So, und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Pflanzen alle abgebaut habe. So, das hier ist jetzt sozusagen die Größe von dem Red Hole selbst. Also ich denke, hier ist ausreichend Platz. Es geht hier ein Stückchen nach unten. Oben habt ihr jetzt links und rechts jeweils so eine Nische, was ich sehr cool finde. Da kann man vielleicht seine Crafting Area ein bisschen aufteilen. Und ihr habt halt wirklich nur diesen kleinen, schmalen Eingang. Also ihr seht sie schon hinter den Komponenten. Hier oben kommt man schon gar nicht mehr durch. Also es würde wirklich nur diese kleine Lücke hier sein, wo man durchkommt. Und ich empfehle, die Korallen einfach davor stehen zu lassen. Denn das hier ist die folgende Sicht, die man hier auf dieses Red Hole hat. Also wenn man es nicht explizit sucht oder kennt, man wird halt ewig lang diese Komponenten nicht sehen. Erst jetzt sehe ich die Komponenten, da bin ich aber auch schon wirklich straight hier reingeschwommen. Also wenn euch jemand findet, dann weil er es wirklich wollte und aus Versehen wird das wahrscheinlich nicht passieren. Dieses Red Hole selbst finde ich sehr, sehr stark und auch hier zeige ich euch nochmal fix die Koordinaten. Das Red Hole selbst befindet sich bei 46,9 und 11,9. Ihr sucht einen PvP oder PvE-Server? Versucht es doch mal bei uns. Wir sind eine kleine engagierte Truppe, die mit Scorched Earth richtig durchstarten will in Sachen PvP. Und dafür brauchen wir willige Gegner. Für alle, denen es zu viel Trubel ist, stellen wir auch PvE-Server bereit. Ganz wichtig, diese laufen nicht bei Nitradu. Joint also gerne unseren Discord für mehr Informationen oder gebt in der Suchleiste oder auf Serverlisten RTR ein und schaut euch unsere Einstellungen an.